Was wir jetzt erleben, ist das Aussterben des Bodens. In den meisten Ländern sind bereits mehr als 50% des Oberbodens verschwunden. Jeder verantwortungsbewusste Wissenschaftler in der Welt sagt klar und deutlich, dass wir bis 2045 40% weniger Nahrungsmittel produzieren werden und unsere Bevölkerung 9,2 Milliarden betragen wird. Es ist töricht zu glauben, dass nur die Armen in der Welt davon betroffen sein werden. Nein, es wird jeden Menschen auf dem Planeten treffen, weil die Zivilisationen zusammenbrechen werden. Bürgerkriege werden ausbrechen, sobald Nahrungsmittelknappheit herrscht. Das gilt nicht nur für uns, denn wir nutzen bereits den Boden des ungeborenen Kindes. Das ist eine schreckliche Welt, die wir uns vergegenwärtigen und die wir uns erschaffen. Aber das kann man umkehren. Das ist der Grund für die Rette den Boden-Bewegung, die in 192 demokratischen Ländern einen Politikwechsel zur Regeneration des Bodens herbeiführen will. Als Teil davon... Ich bin 65, fahre ich 30.000 Kilometer, um Unterstützung für die Regeneration des Bodens zu gewinnen. Ab dem 21. März sollte die ganze Welt 100 Tage lang über den Boden sprechen. Sei ein Teil davon und lass es uns wahrmachen.